herzlich willkommen auch von mir zu unserer letzten Session, einem Panel oder eine Veranstaltung, die sich jetzt sehr stark nochmal dem Thema Bildung in der Zukunft widmet. Wir haben ganz spannende Sachen heute gehört. Janina Lehn-Otto hat uns von einem ganzheitlichen Ansatz in der Bildung erzählt. Silke Ramelow hatte einen wirklich flammenden Vortrag, in dem es um die Perspektive der BNE in der Bildung ging. Hat da spannende Forderungen ausgeziert. Und wir haben jetzt sehr viele Initiativen gehört, die auch tatsächlich im Bildungssystem und um das Bildungswesen herum tatsächlich sozusagen bereitstehen, um Wandel voranzubringen. Jetzt wollen wir uns nochmal genauer dem Bildungssystem selbst zuwenden. Das heißt, die nächsten 70 Minuten blicken wir tatsächlich mit unterschiedlichen Personen und Expertinnen darauf, wie sieht eigentlich die Bildung von heute aus, wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus, aber auch tatsächlich, was können wir denn tun für diese Vision 2030. Und ich möchte beginnen und ich freue mich tatsächlich sehr auf diesen Impulsvertrag. Ich möchte beginnen mit Frau Giacmala, die uns zugeschaltet ist. Frau Giacmala ist Kanzlerin der Alanus Hochschule in Alfter, eine Hochschule mit so spannenden Studiengängen wie Wirtschaft nachhaltig gestalten oder auch Philosophie, Kunst und Gesellschaftsgestaltung, also alle Studiengänge, bei denen ich sofort nochmal anfangen möchte zu studieren. Die Alanus Hochschule ist aber auch tatsächlich ein Zentrum, die auch Waldorfpädagoginnen ausbildet, was natürlich für uns interessant ist, weil in den Waldorfschulen der Gartenbau auch epochal tatsächlich im Regelunterricht, wenn man davon sprechen kann, in der Waldorfschule angesiedelt ist. Also für uns eine spannende Schnittstelle. Zuvor war Frau Giacmala Leiterin an der Universität Köln von dem Zentrum für Lehrerinnenausbildung. Und das ist eine sehr große Einrichtung. Da hat sie über 14.000 Ausbildungen von Lehrerinnen und Lehrern verantwortet. Das heißt, sie ist tatsächlich Expertin dafür, was braucht es eigentlich auch an Kompetenzen für die Lehrerinnen, um eine zukunftsgewandte Bildung tatsächlich voranzubringen. Wenn das also jemand weiß, dann Sie, Frau Giacmala. Sie ist darüber hinaus ausgebildete und zertifizierte Coach und Scrum Masterin und hat auch Management-Theorie in St. Gallen studiert. Und ich finde, das merkt man, weil sie tatsächlich systemisch oder Coaching-Ansätze in ihre Überlegungen mit reinbringt und tatsächlich Gedanken mit dir auch bewegen. Und ich finde, das merkt man in all ihren Ansätzen. Und ich freue mich jetzt tatsächlich ganz besonders auf Ihren Impulsvertrag. Sie können tatsächlich auch, oder ihr könnt draußen auch Fragen in den Chat bringen. Ich sammle die und wünsche euch jetzt erstmal Spaß mit dem Vortrag Schule von der Zukunft her denken. Herzlichen Dank, Nina Blankenstein. Ja, dass man so viele Dinge irgendwie über mich sagen kann, liegt einfach daran, dass ich schon relativ alt bin. Ich bin schon 57 und deswegen hat man natürlich schon das ein oder andere oder ich eben das ein oder andere in meinem Leben gemacht. Und vor dem, was Nina Blankenstein jetzt gesagt hat, war ich auch über 10 Jahre lang Lehrerin für die Fächer Deutsch und Geschichte hier in Nordrhein-Westfalen an einer Gesamtschule. Das heißt, ich maße mir mal an, durchaus ein paar Perspektiven auf das Bildungssystem im Laufe meines Berufslebens oder auch insgesamt des Lebens, weil zur Schule gegangen, als Schülerin bin ich ja auch mal beitragen zu können. Ja, ich freue mich, ich bleibe jetzt einfach mal beim eben angeklungenen Du. Ich hoffe, das ist für alle okay. Ich kriege jetzt keine Resonanz, außer vielleicht im Chat. Deswegen gehe ich davon aus, das ist okay für alle. Ich würde dann jetzt meinen Bildschirm teilen und würde gerne mit euch ein bisschen, vielleicht auch im Nachgang, ins Gespräch kommen darüber, wie denn die Schule von der Zukunft her gedacht werden kann. Und ich habe mitgebracht, eine Anleitung, die Denkrichtung zu ändern. Weil mir ist etwas aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass wir alle, glaube ich, immer mit aus dem, was wir selbst an Erfahrungen haben. Wisst ihr, bei Schule ist ja jeder Experte und jeder Expertin, weil wir sind ja alle mal zur Schule gegangen. Dann haben wir alle Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, weiß der Hucki was, Cousins und Cousinen, Geschwister, die in der Schule noch sind. Das macht uns alle in gewisser Weise, richtigerweise, meiner Meinung nach, zu Expertinnen und Experten. Aber vielleicht eben auch nicht für die Schule der Zukunft, sondern vielleicht sind wir Expertinnen und Experten für die Schule, wie sie in der Vergangenheit war. Warum ich das glaube,
Und warum ich vorschlage, die Zukunft der Schule oder die Schule von der Zukunft her einmal denken zu wollen, hat folgenden Grund. Schon vor Corona konnten wir wahrnehmen, dass wir in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz hohe Veränderungsgeschwindigkeit wahrnehmen. Stichwort Digitalisierung, manche sagen auch Kultur der Digitalität. Ich will jetzt gar nicht um Terminologie streiten. Fakt ist, unsere Gesellschaft, unsere Ökonomie, unser gesamtes Leben ändert sich durch die Digitalisierungsprozesse, die wir in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, aber bewusst wird uns das ja vielleicht erst in den letzten 10 Jahren ungefähr, wie stark wir uns verändern. Und nicht nur die Stärke der Veränderung ist epochal, was wir gerade erleben, sondern auch die Veränderungsgeschwindigkeit, die damit einhergeht. Und das hat mehrere Folgen für uns. Ich habe hier einen Porsche mitgebracht. Das hat nicht nur den Grund, dass ich selber wahnsinnig gerne schnell fahre. Ich habe auch wirklich für alles Führerscheine, also auch für ein Motorboot, für Motorräder, für Autos und so weiter. Mir fehlt noch ein Flugzeug, aber das fährt ja auch nicht. Also brauche ich das vielleicht auch gar nicht. Aber nicht nur deshalb habe ich das mitgebracht. Den Effekt, den kann man auch erleben, wenn man in einem ICE fährt, zum Beispiel einem schnellfahrenden ICE zwischen Köln und Frankfurt. Der fährt 330, 350 mal denselben Effekt. Und der Effekt ist, der auch hier auf dem Bild dargestellt ist, der Effekt ist, wenn man schnell unterwegs ist, verschwimmt die Umgebung. Und wisst ihr, was passiert, wenn die Umgebung verschwimmt? Ihr kennt das, wenn man die Umgebung nicht mehr genau sehen kann, wird man unsicher. Und das ist das, was wir, glaube ich, im Moment erleben. Diese hohe Veränderungsgeschwindigkeit macht uns unsicher. Und was tun wir Menschen, wenn wir unsicher werden? Das ist jetzt nicht von mir, das sagen die Psychologinnen und Psychologen. Wenn Menschen unsicher werden, gehen sie zurück auf das Bewährte, auf das Alte, das, was uns Sicherheit gibt. Damit, womit ich schon mal Erfolg hatte. Was ich also in der Vergangenheit Positives gemacht habe. Das ist erstmal ein ganz normaler Effekt, den wir erleben, den wir auch alle machen. Wir machen ihn möglicherweise auch gerade in Schule. Wir haben das jetzt in Corona, glaube ich, relativ deutlich gesehen. Der Reflex, der in Schule passiert ist, ist vielfach der, es wurde Präsenz geheiligt. Ja? Anstatt die Veränderungen, die jetzt da sind, zu greifen und zu sagen, ich nehme diese hohe Veränderungsgeschwindigkeit jetzt mit und versuche, was Neues daraus zu machen, heiligen wir die Dinge, die früher waren. Und das, obwohl, wenn wir ehrlich sind, wir doch schon lange wissen, dass diese Form von Präsenzunterricht, wie wir sie hier vorfinden, eigentlich der Präsenzunterricht mindestens mal von vor 100 Jahren ist, wenn nicht sogar noch älter. Das heißt, was wir eigentlich tun, ist, wir schicken unsere Kinder im Moment ins Museum, wenn wir sie morgens in die Schule schicken, aber nicht in eine Schule von morgen. Diese Erkenntnis mit der Veränderungsgeschwindigkeit oder beziehungsweise mit der stark sich verändernden Gesellschaft aufgrund der Prozesse, ist auch schon weit vor Corona in Kreisen der Wirtschaftswissenschaftler diskutiert worden und man nennt das eine FUKA-Welt. Das heißt, wir sind in eine Welt eingetreten, für den einen oder anderen von euch vielleicht auch nicht neu, die wir als hochvolatil, als unsicher, als hochkomplex und widersprüchlich erleben. Und diese Art von FUKA-Welt, sage ich mal, diese Art von Unsicherheit der Zukunft. Wir wissen zum Beispiel nicht, und das ist das, was uns mit Corona ja passiert ist, wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob uns bei nächster Gelegenheit eine neue Pandemie ereilt. Oder wisst ihr, diese Folien mit der FUKA-Welt, die hatte ich auch schon vor der Flutkatastrophe letztes Jahr. Und da habe ich immer gesagt, wir wissen ja nicht, was passiert. Ist es der globale Stromausfall? Ist es eine erneute Pandemie? Oder ist es eine Hochwasserkatastrophe? Das bleibt mir jetzt im Halse stecken, weil das ja genau passiert ist. Ich bin ja hier in Bonn, in der Nähe von Bonn, genau in der Nähe auch des Ahrtals, wo so viele Menschen, auch meine Kolleginnen und Kollegen hier in Alfter, tatsächlich ihre Häuser verloren haben. Familien ohne das dastehen. Und das ist so beklemmend, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite scheint es aber offenbar etwas zu sein, worauf wir uns einstellen müssen. Und unsere Schülerinnen und Schüler, die wir heute in der Schule haben, die werden wir entlassen aus der Schule und gehen davon aus, dass sie in 20, 30 Jahren Gestalterinnen und Gestalter unserer Gesellschaft sind. Und wir müssen uns fragen, ob wir sie mit den Kompetenzen denn tatsächlich entlassen, die sie brauchen, um
Gestalterin und Gestalter dieser Gesellschaft zu sein. Sie werden die Entscheidungen treffen, in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen. Sie werden in der Politik die Entscheiderinnen und Entscheider sein. Und rüsten wir sie wirklich damit aus? Ich behaupte, wir rüsten sie nicht dafür aus, sondern wir rüsten sie aus für ein Leben in der Vergangenheit. Weil uns muss spätestens seit Corona klar geworden sein, der Wandel ist der Normalfall. Viele reden von dieser, oder ich ja auch, von diesem New Normal. Hier steht die neue Normalität. Ja? Was ist denn die neue Normalität? Die neue Normalität ist meiner Meinung nach, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Veränderungsprozesse der Normalfall ist. Wandel und permanente Veränderung ist nicht mehr die Krise, wie wir es jetzt erlebt haben, sondern unser in Anführungsstrichen normaler Zustand. Wenn wir das jetzt weiterdenken und sagen, okay, wenn das stimmt, dann müssen wir doch eigentlich unsere Schülerinnen und Schüler darauf einstellen, wie in Zukunft gehandelt werden muss. Normalerweise bringe ich gerne 4 Kompetenzen mit. Ich habe aber jetzt hier eine speziell mitgebracht, die Futures Literacy. Ich erzähle aber über die anderen 3 ganz kurz etwas, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dazu zu packen sozusagen und zu verstehen, warum ich glaube, dass die Denkrichtung geändert werden muss. Es geht um Change Literacy, um Digital Literacy und Computer Literacy. Ich glaube, dass ich Digital Literacy und Computer Literacy, da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Aber vielleicht ein Wort zum Thema Change Literacy. Das, was ich eben skizziert habe, heißt aber ja auch, dass wir lernen müssen, wir alle, aber auch unsere Schülerinnen und Schüler, mit dem Wandel umzugehen. Haben wir aber überhaupt die Kompetenzen, mit Veränderung gut umzugehen? Oder passiert reflexhaft das, was ich eben gesagt habe, wir fallen zurück auf alte Verhaltensweisen. Jetzt also das Denkmodell im Angebot, lasst uns mal die Denkrichtung ändern. Lasst uns mal versuchen, von der Zukunft her die Schule neu zu denken. Das Konzept habe tatsächlich ich mir nicht ausgedacht, der Futures Literacy, sondern es ist schlicht und ergreifend etwas, was sich die UNESCO oder was die UNESCO beschrieben hat als ein Skill für das 21. Jahrhundert. Futures Literacy ist die Fähigkeit, die es den Menschen ermöglicht, die Rolle, die die Zukunft bei dem, was sie sehen und tun, spielt, besser zu verstehen. Die Menschen können die Zukunft besser nutzen, und zwar aufgrund 2 Tatsachen. Erstens, die Zukunft existiert noch nicht. Sie kann nur erahnt werden. Zweitens, die Menschen haben die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen. Folglich sind Menschen in der Lage, sich die Zukunft aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Art und Weise vorzustellen. Und ich will euch sagen, als ich das erste Mal gelesen und gehört habe, war ich über die Maßen fasziniert und habe gedacht, das ist ja eine Möglichkeit, eine Opportunity, die wir überhaupt noch nicht ausreichend genutzt haben, gesellschaftlich. Und stellte dann gedanklich fest, Mensch, das ist ja eigentlich das, was Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher tun. Die tun ja nichts anderes als genau das, nämlich sich Zukünfte aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Art und Weise vorzustellen. Bewusst ist hier auch der Plural gewählt. Es geht nämlich nicht um eine, auch vielleicht deterministisch schon jetzt erkennbare Zukunft. Nein, es geht um die Möglichkeit, verschiedene Zukünfte zu entwerfen, weil man davon ausgeht, dass wir als Menschen ja an der Gestaltung dieser Zukunft teilhaben. Wir haben ja die Möglichkeit, durch unser Wirken unsere Zukunft zu beeinflussen. Und darum haben wir auch die Möglichkeit, uns verschiedene Zukünfte vorzustellen und auf diese Zukünfte hinzuarbeiten. Ein faszinierender Gedanke, und mir fiel ein Satz ein, den ich im Coaching gelernt habe und der mich tatsächlich sehr begleitet hat, auch viele Jahre, den auch jeder und jede vielleicht, die schon mal im Coaching oder in einer ähnlichen systemischen Situation war, vielleicht auch schon kennt oder gehört hat. Es ist der Satz, pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Aus meiner Sicht ein ganz magischer Satz. Weil er stimmt, weil in dem Moment, wo das, was ich ernsthaft mir wünsche, was ich imaginiere, was ich mir ausmale, wenn ich das vor meinem Auge sehe, dann habe ich eine viel, viel größere Chance, dass dieser Wunsch
auch meine Wirklichkeit wird, als wenn ich von vornherein sage, hat sowieso alles keinen Sinn. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mir wünschen soll. Und Wünsche sind sowieso Schall und Rauch, weil egal, was ich mir wünsche, werde ich ja sowieso nicht bekommen. Das ist nicht der Gedanke dahinter. Das heißt, ich habe zusammen gedacht, die Überlegung, die hier von der UNESCO angestellt wird, die eigentlich tagtäglich von Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforschern genauso gemacht wird, mit einer Methode, die ich aus dem Coaching kenne, und zwar die Methode Timeline. Timeline ist ein systemisches Coaching-Format, das eine Zeitreise in die Zukunft auf einer imaginären Zeitlinie im Raum erlaubt. Hierdurch wird ermöglicht, visuell vorgestellte Szenarien in der Zukunft zu simulieren, in der eigenen Vorstellung zu prüfen und die zur Zukunftsgestaltung notwendigen Schritte zu definieren. Das zusammengebracht, der Gedanke der UNESCO, der Gedanke der Zukunftsforscher, wir sind in der Lage, Zukünfte zu entwerfen, zusammengedacht mit einer ganz konkreten Handlungsmethode, führt zu dieser Idee, wie wir die Denkrichtung ändern können. Und ich kann euch an dieser Stelle verraten, dass wir das tatsächlich oder ich auch tatsächlich schon mit einer Reihe von Schulleiterinnen und Schulleitern, von ganzen Kollegien, von Einzelpersonen gemacht habe. Und ich kann euch sagen, das Interessante ist, es funktioniert. Ich sage euch, wie es gehen kann, die Denkrichtung zu ändern. Ihr seht hier auf der einen Seite, das bin jetzt mal ich oder irgendjemand von uns, ist jetzt da eher so als Herr gezeichnet, steht in der Gegenwart rum, G für Gegenwart, und hat seinen ganzen Rucksack bei sich, wo alles Wissen der Vergangenheit drin ist. Das gesamte Wissen, die Erfahrung, die man gesammelt hat, ist alles in diesem Rucksack. Das ist sehr wertvoll. Weil wir nicht umsonst, gibt es ja auch eine Menge Kulturen, in denen man sagt, die weisen Alten sind die, von denen wir gerne Rat haben wollen. Es hat also etwas sehr Positives, dieses viele Erfahrungswissen und sonstig erarbeitete Wissen bei sich zu haben. Hier ist aber jetzt der erste Schritt. Ich nehme mal bewusst diesen Rucksack ab und lasse ihn in der Gegenwart stehen. Ich versuche mal bewusst, mein mich möglicherweise auch begrenzendes Wissen und Erfahrung aus der Vergangenheit in hier zurückzulassen. Und ich gehe einfach mal, wir sagen jetzt mal, wir haben heute den 3.11.2021. Wir gehen jetzt mal auf dieser imaginären Zeitlinie in das Jahr 2025, an den Tag 3.11.2025. Und wir gehen in Gedanken, den Rucksack haben wir abgenommen, das Erfahrungswissen ist weg. Wir gehen in Gedanken Schritt für Schritt bis hin zu diesem 3.11.2025. Wir stellen uns in das Jahr 2025 an diesem 3.11. und wir stellen uns vor, wir sind in einer Schule, wie wir sie uns für uns selber, für unsere Kinder, für unsere Nichten und Neffen, für Cousins und Cousinen, für Geschwister, für wen auch immer wünschen. Von der Schule, von der wir glauben, wenn die im Jahr 2025 für alle Schülerinnen und Schüler dieser Bundesrepublik Wirklichkeit ist, dann werden diese Schülerinnen und Schüler gut für die Zukunft ausgerüstet. Dann weiß ich, wenn diese Schülerinnen und Schüler 10 oder 20 Jahre später Entscheiderinnen und Gestalterinnen in dieser Gesellschaft sind, dann sind wir, die wir dann ja die Alten sind, gut aufgehoben. Und diese Schule stelle ich mir vor. Und ich schaue mich um und ich schaue, was ich sehe und ich fühle mich ein, was fühle ich? Ist es warm, ist es kalt? Was kann ich sehen, was kann ich hören? Vielleicht auch, was kann ich riechen? Was kann ich schmecken? Ich nehme diese Schule so wahr und stelle mir vor, wie es best case wäre, wenn wir 2025 in Deutschland solche Schulen hätten. Das nehme ich tief in mir auf und dann, und jetzt gucken wir wieder zurück auf die Folie, drehe ich mich um und berate mich selbst aus der Zukunft. Was muss ich heute tun, damit 2025 diese Schule erreicht werden kann? Was sind die Schritte, die ich gehen muss? Was sind die Entscheidungen, die ich heute treffen muss, um die 2025 diese Schule zu haben? Diese Ratschläge kann ich mir geben.
Die kann ich mir als Person geben, wenn ich zum Beispiel in der Rolle als Schulleiterin oder als auch Lehrkraft mir das überlegt habe, rate ich mir selber, was meine nächsten Schritte sind. Ich kann das aber auch als Team machen. Das heißt, diese Methode ist genauso geeignet, es mit Gruppen zu machen, mit Kollegien, mit kleineren Teams, mit Schulleitungsteams, whatever. Ja, mit einer Stadtteilgruppe, die sich vorstellt, wie hier die Schulen im Stadtteil sich entwickeln können, irgendwo auf dem Land, wie eine Schule zum Gemeindezentrum wird. Es geht überall. Und man beratschlagt dann, was sind jetzt gemeinsam die Schritte, die wir gehen, damit wir 2025 diese Schule haben, die wir uns vorstellen können. Und dann gilt der Satz, pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Und was ist der Vorteil von diesem Verfahren? Der Vorteil von diesem Verfahren ist, dass wir losgelassen haben von unseren Vergangenheitserfahrungen, dass wir uns mal ganz eingelassen haben auf das Entwerfen einer positiven Zukunft. Und im nächsten Schritt, wenn wir uns daraus Ratschläge gegeben haben, nehmen wir unseren Rucksack wieder auf und bringen das zusammen. Das, was wir uns überlegt haben und unser Erfahrungswissen. Und ganz bestimmt sind wir dann für die nächsten Entwicklungsschritte, die zu gehen sind, ein Stück weit schlau. Ich habe das auch einmal verschriftlicht, das heißt, wer möchte, kann das gerne auch einmal nachlesen, wie man das machen kann, von der Zukunft her denken. Ich kann nur sagen, ich habe, wie gesagt, das mit einigen Personen und Personengruppen auch schon durchgeführt. Und ein Beispiel ist mir besonders ans Herz gewachsen auch tatsächlich. Ich habe in Niedersachsen eine Schule ein Jahr lang auf ihrem Schulentwicklungsprozess begleitet. Wir haben mit vielen verschiedenen Kreativmethoden, mit dieser, aber auch mit anderen Kreativmethoden, die sehr stark die Zukunft in den Blick nehmen, gearbeitet. Und diese Schule hat in beeindruckender Geschwindigkeit tatsächlich jetzt binnen eines Jahres in der neuen Jahrgangsstufe 5 komplett ihre Klassen aufgelöst. Lehrkräfte sind keine Lehrkräfte mehr, sondern Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Es gibt verschiedene Lernbüros. Es gibt ein ganz individualisiertes Herangehen der Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Es gibt in dem Sinne den Klassenverband nicht mehr. Es gibt ein ganz anderes auch Verständnis von coachender Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Es ist ausgesprochen beeindruckend, wie in dieser kurzen Zeit auch die Energie in dieser Schule entwickelt werden konnte, das umzusetzen. Und wenn ich das in Niedersachsen mir anschaue, was da in der kurzen Zeit geschehen ist, und ich stelle mir vor, wir trauen uns das, das an allen Schulen Deutschlands zu machen, den je individuellen Weg zu finden, weil das ist das, was zentral ist für die Entwicklung. One size fits all ist vorbei. Auch das ist etwas, was wir in Corona gelernt haben. Wenn jede Schule ihren je eigenen Weg geht, der passt zu ihren Schülern, zu ihren Lehrkräften, zu den Eltern, zu der Gemeinde, in der das Ganze stattfindet, dann ist unglaublich viel gewonnen. Wenn dieses Thema Individualisierung gegenüber One Size Fits All Einzug erhalten würde in unsere Bildungspolitik, dann wären wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter. Denn zum Abschluss habe ich ein Zitat von Harry Gatterer, einem der wohl in Deutschland bekanntesten Zukunftsforscher, mitgebracht. Nicht nur das Bessere zu denken, sondern auch das Bessere zu tun, wird darüber entscheiden, wie die Zukunft, ich will sagen, wie unsere Zukunft wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für wirklich auch diesen spannenden Impuls. Das ist auch ein bisschen unser methodisches Rüstzeug für unsere Konferenz, weil wir ja tatsächlich auch genau das versucht haben, uns ja auch aufgeschrieben haben, dass wir von der Zukunft denken wollen, die Zukunft visionieren wollen, nämlich wie sieht dann tatsächlich die Schule 2030 aus, hatten wir als Datum. Die Kommentare aus dem Chat, die sind vielfältig, also erstmal vielleicht auch ein bisschen als Resonanz dafür, also es ist ein sehr toller Ansatz, schreibt Christine, danke, ich fühle mich mit den Gedanken jetzt nicht mehr so allein.
Silke hat sich, glaube ich, imaginiert in das Jahr 2025, in es dann auch wirklich kleinere Lerngruppen gibt, von denen du ja auch schon gesprochen hattest. Sarah wünscht sich nur noch Schulen, die im Sinne einer nachhaltigen und klimaneutralen und auch gerechten Welt lehren und lernen. Und vor allem auch einen Wunsch von Sina, in dem es auf Lernen auf Augenhöhe geht, wie du ja auch in dem Beispiel eben von der Schule aus Niedersachsen geschrieben hast, Schülerinnen und Lehrerinnen, die miteinander lernen und voneinander. Es gibt auch ein paar Fragen und ich glaube, ein paar Minuten haben wir ja auch noch zum einmal reinhören. Steven fragt, warum gibt es Ihrer Meinung nach so wenige demokratische Schulen? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil wir ja auch schon sehr viele Jahrzehnte überall Best Practice haben, auch für demokratische Schulen. Ja. Ich glaube aber, dass wir aus der Denke kommen, es ist ja interessant, wenn wir uns angucken, wie sind Schulen gebaut? Schulen, Gefängnisse und Krankenhäuser haben den gleichen Baustil. Wir haben Flure und wir haben so einzelne abgeschottete Bereiche, wo dann Menschen reingehen, die Macht über andere Menschen haben. Ich überspitze das. Ich weiß, die Lehrkräfte unter uns, ich habe mich auch so nicht empfunden. Aber was ist das, was eigentlich passiert? Da ist eine Gruppe Menschen in einem Raum und es gibt dann einen Mensch, der kommt rein und der verfügt über mehr Wissen als die anderen Menschen. Und mit diesem Wissen wird er mächtig in diesem Raum. Und immer noch wird in vielen Schulformen in Deutschland das nicht gerne gesehen, wenn man das hinterfragt. Dieses Reingehen in den Klassenraum. Man unterrichtet nicht im Team. Die Lehrkraft ist immer alleine. Ja? Ich glaube, dass eine gewisse Faszination davon ausgeht, dass man glaubt, man könne den anderen belehren und beschulen. Und dass der Bruch damit, so werden auch Lehrkräfte ausgebildet. Also es wird ja immer noch gedacht, die lernen jetzt mehr, um das weiterzugeben an Schülerinnen und Schüler. Der Gedanke, dass wir alle irgendetwas wissen und uns auf Augenhöhe begegnen können, um uns auszutauschen, der ist neu und relativ schwer anzunehmen. Ich glaube, auch über so Alterspyramiden hinweg schwer anzunehmen. Wir haben das ja jetzt auch in Corona gesehen, dass es vielen schwer gefallen ist, die Kompetenz von Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel im Installieren von irgendwelchen Smartphones an irgendwelche Beamer oder sowas anzunehmen und zu sagen, okay, das ist eine Kompetenz, die Schülerinnen und Schüler, die Jüngere mitbringen, die sie uns Älteren vielleicht weitergeben können. Das wird in Schulen nicht so gerne gemacht. Ja? Und ich glaube, ist meine These, warum gibt es so viele wenig demokratische Schulen, weil wir Erwachsenen nicht so gerne die Macht abgeben, weil wir uns so hochgekämpft haben in diesem System und dann möchten wir doch gerne auch weiter die sein, die so ein bisschen mehr sagen können, was die anderen tun sollen. Ja, spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage und das ist ja auch wirklich ganz spannend, weil du hast ja wirklich diese Methode auch mitgebracht, um sie auch an den Schulen anzuwenden, ne? Also wirklich den Timeline auch zu nutzen und wirklich auch vor Ort in den einzelnen Schulen anzuwenden und anzubringen. Trotzdem gibt es da auch ein bisschen Sorge und Bauchschmerzen und die Frage nach einem Tipp, wie es gelingt, Schulleiterinnen überhaupt davon überzeugen, diese Methode anzuwenden. Ja, also die jeweilige Führungskraft zum Jagen zu tragen, ist ein spezielles Problem. Und ich kann nur raten dazu, bildet Banden. Das heißt, an den Schulen Verbündete suchen, die das genau so wollen wie ihr. Und in dem Kreis, auf den man Einfluss hat, anfangen. Weil wenn man zu viel Energie darauf verwendet, zu versuchen, den Schulleiterin und die Schulleiter zu schieben, dann kann das passieren, dass sich gar nichts bewegt. Weil Schulleiter und Schulleiterinnen sind Beamte und müssen sich nicht bewegen, wenn sie sich nicht bewegen wollen. Und das tun sie dann auch nicht. Das kann auch nichts weiter passieren. Ja, das ist ein systemisches Thema in dem Beamtenapparat. Ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall dazu raten, natürlich kann man immer wieder versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, aber sich eben daran nicht zu verkämpfen, sondern zu sagen, finde ich in meiner Schule, finde ich in der Nachbarschule, wo immer Menschen, mit denen ich einen gewissen Einflussbereich teile und wo ich einfach Dinge schon mal ausprobieren kann. Und nicht vergessen, so ein Schulleiter hat überhaupt nicht dieselbe Macht wie zum Beispiel ein Geschäftsführer in einem Unternehmen. Das heißt, so richtig viel kann so ein Schulleiter oder so eine Schulleiterin euch auch gar nicht. Also nutzt eure Grauzonen aus, wo ihr geht und steht. Tut euch zusammen und nicht warten.
Vielen Dank. Nürle, bevor wir rüber wechseln, vielleicht nur 2030, du hattest von 2025 gesprochen, aber hast du noch einen Wunsch oder eine Idee, was wird 2030 anders sein und einen Unterschied zu heute machen? Was wird 2030 anders sein und einen Unterschied zu heute machen? Wir werden Schulen haben, die tatsächlich im Veedel, würden wir hier in Köln sagen. Das heißt, als ein Ort im Stadtteil oder im Ort, wenn wir an kleinere Orte denken, die wirklich ein Zentrum des lebenslangen Lernens sind. Das heißt, wir werden überhaupt nicht mehr den Begriff Schule haben, wie wir ihn jetzt haben, sondern es ist der Ort der Begegnung der Lernenden, die in unterschiedlichen Lebensphasen sich dort begegnen, andere Lernende vorfinden, Menschen, die ihr Wissen teilen. Wiederum, man selber ist jemand, der auch sein Wissen teilt. Also wir werden diesen Ort Schule 2030 gar nicht mehr haben. Und ich würde auch vorschlagen, wir haben den Begriff gar nicht mehr.